Yo! Herzlich willkommen zu einem Video. Und zwar, was nehmen wir denn jetzt hier gerade? Okay, das ist nicht verkehrt. Da können wir ein Sorcerer-Emblem bekommen. Oder auch ein. Heißt das nochmal? Jetzt habe ich's vergessen. Oh nein, 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 nein. Shurima. Shurima, genau. Und es ist Magnetic Remover. Nice. Ist scheiße. Also keine Ahnung. Ich brauch's nicht. Ich find's absolut kacke. Also das ist wieso? Aber wir haben jetzt bis jetzt einen guten Ionia-Start. Den wir einen haben. Besser ein als keinen, ne? Genau. Können wir ihm auch hier eine gute. Ja, das war mein Bett. Jetzt sieht man was. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar TFT Climb bis nach Master oder wie weit wir kommen. So. Wie kommen wir damit? Ja. Sieht bis jetzt interessant aus, also von allen etwas. Besser von allen etwas als von niemandem was. Das ist richtig, das ist richtig. So, was bekommen wir denn? Wir bekommen BF-Sword. Das sieht schon sehr nach. Ah, okay, das ist nicht so stark wie. Ah. Machen wir das. Machen wir mal so, nehmen wir dann noch mal den mit, nehmen wir mit, den nehmen wir. Nehmen wir raus, den nehmen wir mit. Da. Dann haben wir Bastion. Bastion, Bastion, Bastion. Ich glaube, der Djinn ist dort besser als ich, aber let's see. Let's see, my friends. So, das verlieren wir. Weil die haben nämlich Void. Gegen Void habe ich keine Chance. Ich hoffe, wir verlieren noch eine Runde. Das wäre auf jeden Fall genius. Aber wir wollen nicht zu hart verlieren. Ein bisschen schon, aber nicht zu hart.
Ich sag mal so, das ist schlecht. Das solltet ihr nicht machen. Ich hätte da jetzt die Win-Losing-Streak mitnehmen sollen. Außer ich habe jetzt echt Glück und mein Bot wird noch mega stark. Und das sollte ich jetzt ausprobieren. Es ist nicht so, wie ich es gehofft habe. Ich hoffe. Ja, machen wir das. 30 AD, wie viel hat er jetzt? Schon viel, ne? Wenn ich das noch brauchen. Ah, scheiß drauf, wir müssen. Ja, der Typ ist ja auch Level 5 gegangen. Das wird ein hartes Game. Gucken, ob wir es gewinnen. Trades hat denn der offen? Player Challenger. Ja, das gewinnen wir. Nice. Jetzt ist sie gedingst. Sieht. 3 Sekunden CC, ja schon stark, ne? Ja, schon sehr, sehr stark. 2 Sekunden ist im Early. So. AP. AP wäre auf jeden Fall hier eine Möglichkeit. Könnten wir unser nächstes Item fertig bauen. Da kriegen wir nicht hin. Nehmen wir Mana. Mana ist ja auch eine gute Sache. Ach, das ist ja ein Magnetic Remover. Stimmt. Mit Mana können wir gleich auf Träne gehen. Da hätten wir sogar, ehrlich gesagt, wäre auch eine gute Möglichkeit. Chojin. Hätte man noch mit Lux weiterspielen können. Sehe gerade. Ich weiß nicht, ne? Ich bin da echt unentschlossen, ne? Hätte ich jetzt einen Velkos, Alter, wüsste ich auf jeden Fall, was ich hier. Aber jetzt weiß ich halt nicht, ob der Swain da vielleicht besser wäre als die Combo. Und es scheint echt danach zu sein. Aber der hat halt auch Noxus, ne? Der hat jetzt schon Noxus. Mit Emblem. Ah, das tut weh. Das tut ehrlich sehr weh. Das Gold mit. Scheißen auf den. Wir gehen Bastion nicht. Weil alleine hier, also die Frontline ist gut, ne? Aber Jesus, ich habe noch eine Unit, die Damage macht. Der hat 4 Noxus, 2 Slayer. Okay. So, wie sieht das denn jetzt gleich? Guck mal, gucken wir gleich. Oh, der stark. Aber gegen den, der Demacia. Ist ein Item auf jeden Fall, welches sehr, sehr stark ist. Der hat 50 Gold. Eigentlich sogar ein bisschen mehr vielleicht. Geht auf Ico, das sollte ich gewinnen. Ja, das gewinne ich auch. Ach, guck mal, wie viel Damage das macht. Junge. 383. Ja, denn für ein Augment. Trade Selector. Ach. Der ist eine K so weit vor. Egal, egal. Ich brauche noch einen Sorcerer, den habe ich da, den kriege ich jetzt gleich auch an, dann habe ich 4 Sorcerer. Oder ich habe einen richtigen Taric, ne, den nehme ich ja auch gerne mit. Taric. Das ist eine gute Unit, sollte ich behalten. Weil ich da wahrscheinlich auch kein Gold bekomme, ja. Ja. Also ich verkaufe den jetzt, pack die rein, Evoker.
Dann mache ich zwei. Evoker. Kann auf Sorcerer gehen, aber was bringt mir das? Der Trade von Sorcerer. Ich krieg halt mehr, okay. Das ist geil. Ich krieg halt die doppelte Menge, aber er wird halt nicht der Carry sein. Das ist er nicht. Deswegen gehe ich davon aus. Meine Vermutung ist, dass das jetzt somit die beste Aufstellung ist, die ich eigentlich machen kann. Ich muss jetzt warten, dass ich auf 7 hitten kann. Dann kann ich 4 Sorcerer gehen. Oder ich krieg halt dann auch noch eine Lux schon. Na, dann. Ah, das verliere ich. Was? Das habe ich nicht gedacht, dass ich das verlieren werde. Gegen jemanden, der Level 5 ist. Aber ich habe auch keine einzigen Unit auf 2 außer den Dings. Doras Bench ist auf jeden Fall eine nice Sache. 12 XP, dann bin ich gleich Richtung 7. Boah, sexy, sexy, sexy. Jetzt bräuchte ich eigentlich eine Vierer-Unit. Das wäre richtig geil. Wenn ich jetzt eine Vierer-Unit hätte, dann hätte ich auf Pandoras Bench nehmen können. 12 XP. Da wäre ich auch ein bisschen näher an eine 7 ran. Hab wenig Gold. Wäre nicht verkehrt. Aber wir trusten in das Herz der Karten, ja, das Herz der Karten. Ich check immer noch nicht, warum der trollt mit seiner K. Aber ist in Ordnung. I trust in das Herz der Karten. Aber ich gehe noch Damage überhaupt? Der hat halt Lungen, 70 MR Reduce, ne? Kriege ich nicht tot. Den kriege ich nicht tot in Overtime vielleicht. Na, schon wieder verloren. Uiuiuiuiuiui, wieder gegen jemanden, der weniger. Zwei! Ja, gut, ja, okay. Ich muss unbedingt IQ gehen, ne? Werde ich nicht mehr lange gehen können, weil das uns bringt. Ein Board ist halt echt fucking weak, ne? Also ist nicht gerade stark. Aber wir können da noch gewinnen. Wir vertrauen einfach dem Herz der Karten. Einfach und Mädels, einfach im Herz der Karten vertrauen. Okay, nice, nice, nice. Arsch, null Damage gemacht. So lobe ich es mir. Das verliere ich, ne? Das verliere ich, glaube ich. Ja. Was hat mit Damage gemacht? Weiß nicht, ist es in Ordnung? Ist in Ordnung. Kriegen jetzt gleich Lux. Hier schon mal nicht, das ist schon mal schlecht, aber wir können Epicrit nehmen. Ne? Wäre auf jeden Fall gut. Anders könnten wir noch HP nehmen. HP ist auch noch in Ordnung. Aber wir müssen HP nehmen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein, was jetzt nicht mehr ganz so gut ist, aber ein Sunfire. 1% nur. Oh, ist nicht mehr so stark, ne? Hat euch mal mehr. Aber ist in Ordnung. Ich
ob ich die jetzt einfach rausnehmen soll. Ich glaube, die 5 Broker sind echt useless. Also, da kann ich die reinpacken, ja. Gib wenigstens Attack Speed. Ich habe mich das Gefühl, dass diese Mana. Wir nehmen halt noch den Loose mit, das ist in Ordnung. Und gehen jetzt 4 Sorcerer. Hier müsste ich meine Frontline ein bisschen verbessern. Heißt. Perfekt. Ja, aber meint, dann wohl dahingehend erledigt. Frontline, ne? Das ist echt scheiße gerade. Verlieren wir auf jeden Fall. Also leider geht, wir müssen noch was für die Frontline tun. Oder zumindest bekommen, ne? So viel tun können wir jetzt auch nicht. Aber es sieht sehr gut aus, die Lux macht das. Oh, der Taric tankt. Ein zweiter Schild, ne? Und gewinnen wir das? Gewinnen wir das? Gewinnen wir das? Ja, das so gewinnen wir. Nice! Good comeback, guys. Good comeback. Good comeback. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Burning Sandra für dein Follow. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast Spaß. Genießt die Musik. Vielleicht lernst du das ein oder andere noch. Aber ich bin selber nicht gut. Ich bin auf jeden Fall kein Profi. Wie machen wir das? Wir haben jetzt 5 Sorcerer. Mit denen wegnehmen, dann haben wir 6 Sorcerer. Nice. Das ist doch schön. Läuft doch halbwegs. Bis auf 4. Dann machen wir das noch so. Ah! Oh, da habe ich getrollt. Da habe ich actually getrollt. Na, nicht gut. Leider nicht. Hätte ich ja Echo gebrauchen können, aber ich nehme die 50 Gold auch mit, das verliere ich. Okay. Ach, ärgerlich. Es geht, keine BF dort brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das ist nicht schlecht. Einfach um unsere Tankiness aufzubauen. Oder wir gehen halt, wir wollen halt Level 8 fast hitten. Deswegen. Rollen wir jetzt ein bisschen. Also perfekt. Und dann nehmen wir noch die mit. Und dann hoffen wir mal, dass wir eine Ari bekommen. Oh, der ist stark. Der Boy ist stark. Felroy. 7. Massia. Okay, so stark ist er doch. Sah zumindest stark aus auf den ersten Blick. Aber bis jetzt gewinnen wir das, ja. Ah, das wird jetzt eine kritische Frage, ob wir den gegen den jetzt gewinnen. Ich weiß echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil sein
Galio sie halt sehr, ja, schaffen wir nicht. Auch da haben wir wieder verloren. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Irgendwie will auch gerade nicht. Wir könnten den auf 2 machen, aber das habe ich, will ich jetzt gerade nicht. Ja. Irgendwie hitten wir nichts. Irgendwie hitten wir nichts. Die sind alle stärker als wir. Weil wir einfach auch noch keine Frontline haben. Oh, ich weiß nicht, ob ich da hätte eher. Hätte ich da eher auf Economy gehen sollen? Ich glaube, ich probiere das mal aus. Nächste Runde mal eine Economy Eco Legende zu nehmen. Tahm Kench ist das, glaube ich. Ja, AP wäre auf jeden Fall nice. Das, was wir brauchen. Müssen wir den nehmen? Ich hätte gerne den Cassante genommen wegen dem 1 Gold mehr, aber. Ah, das ist auch, macht jetzt auch den Braten nicht so fett. 1 Gold. Ja, Pandoras hätten wir echt nicht gehen sollen. Also, es ist meistens eher mehr Bait, als dass es gut ist. Ab und zu klappt das. Aber das ist schon eher selten, dass das klappt. Na, siehst du, sieht man wieder hier. Na, ich krieg keine Looks. Ich krieg wieder nur allen möglichen Schmuh. Aber ich habe ihn jetzt auf 2. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Das ist schon mal sehr wichtig vor allen Dingen. Also eine Lux und ein Jarvan, da wird mir auf jeden Fall helfen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Will's nicht. Irgendwie will es nicht. Muss seine Carry-Unit halt weg. Ja, jetzt kann ich das gewinnen. Jetzt sollte ich das gewinnen. Ah ne, der hat noch Kaiser. Oh, nice. Da hat die Lux den noch weg, den Kaiser noch weggekrittet. Ju, nice. Don't know. Ich hab sie jetzt schon mal immerhin. Brauche ich ja nur noch einen Javan. Dann sollte ich eigentlich stark genug sein, um in den Top 4 zu kommen. Oder zumindest in der Region der Top 4, also Top 5 oder so. Mit einer Ahri auf jeden Fall. Und der ist einen vor Katarina. Ist gut, dass ich jetzt gegen den spiele und nicht später, wenn der die auf 3 hat. Dann macht er mir nämlich nicht so viel Damage. Oder ich gewinne. Lux 2 carried. Aber es ist sehr gut, dass ich hoffe, wir spielen jetzt erstmal in Zukunft nicht nochmal gegen den. So schnell. Da ist er. Genau nach der habe ich gesucht. Nice. Nice. Oh, was nehmen wir mit? Ne, also, ich habe Attack Speed, also Range Blade könnte ich daraus bauen. Ein Static Shift wäre auch verdammt gut, weil ich habe kein. Ach, wie heißt das Item? Guck mal einfach mal kurz nach. Ionic Spark, genau so heißt das. Ja, sieht danach aus, als ob sie das bekommt. Das bekommst du und das bekommst du. Das heißt, du sollst jetzt Damage machen. Damage, Damage, Damage. Auch du darfst ein bisschen hinten.
Samira 3. Gegen die sollte ich gewinnen. Die hat nur 4 Evoker, was nicht so stark ist. Also ich weiß, dass 6 Evoker auf Invoker auf jeden Fall ziemlich viel wehtun können. Aber das sieht sehr gut aus, das sollten wir gewinnen. Und jetzt Batsch! Haha, die Ari! Junge hat die geschreddert. Netherrick auf 3 werden wir wahrscheinlich nicht spielen. Ach komm. Wir gehen hier mit. Weil wenn wir den jetzt einfach mal random hitten, ne? Dann war das schon ziemlich stark. Der hat ein sehr, sehr starkes Item. Ionic Spark. Aber es reicht nicht aus. Und weg ist er. Nice. Er ist schon der nächste. Gegen den sollte ich glaube ich, das wird schwierig. Ich könnte gegen den gewinnen, ich werde aber auch gegen den verlieren. Je nachdem, wie die Cutter gerade am Ulten ist und wie die springt. Gegen den sollte ich eigentlich gewinnen. Der hat 6 Volt nur. Er hat nichts. Ist nix. Das sollte ich gewinnen. Jetzt gucken wir mal der Ari zu. Ist ja deleted worden. Ah, 70% more damage, also sie fast verdoppelt, das heißt, sie macht 5000 damage, über 5000. Holy shit, Alter. Ja, okay, dann ist er halt komplett geschreddet worden, ne? Der hat auch nicht so viel HP, wie viel hat der HP? Ach, sie ist jetzt gerade. Ari nehme ich. Ich nehme die Ari. Ist am wichtigsten hier. Dann gebe ich das ihr. Weil dann ultet sie schneller. Ich kann mit dem Siegs nicht viel anfangen, würde ich mal behaupten. Und ich habe getrollt. Aber kein Problem. So, eine Runde. Können wir auf jeden Fall noch easy peasy entspannen. Wenn wir gegen den spielen, wird das auch eine interessante Kombo. Habe ich so noch nicht gesehen. Doch, 6 Challenger. Ah, ja, doch. Aber warum er das gegeben hat, ne, damit hat er einen, ich weiß nicht. Gut, sie ultet halt eher. Kreuz. Ist er weg? Er ist noch nicht ganz weg, schade, aber er ist jetzt weg. Kommt jetzt nur noch durch seine Passive wieder. Yasuo. Krass. Das tat weh. All in. Wir müssen all in gehen. Scheiße, Mann. Ich dachte, ich gewinne das noch, ey. Top 4. Okay. 3 Lux, 3x Lux. Der hat auch Noxus. Ich hoffe, ich gewinne das.
kann wenigstens da schon mal nichts drauf machen, hat auch keine Items dahingehend. Boah, ui, ui, das war close, ey. Oh, jetzt so zwei Lux, zweimal Lux, wäre schon geil, ja. Also so einen kleinen Lack. Und gar nicht viel gucken, was sie haben. Können wir gewinnen, gegen den gewinnen wir auch. Sagen, gegen den haben wir gewonnen. Den haben wir verloren, das heißt, wir müssen spielen die beiden. Wie die sollten wir gewinnen? AP, 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 AP! Go! Sollten wir gewinnen? Tarek jetzt auf 3, das ist sehr wichtig. Genau das meinte ich, aber wir kriegen den Alpha Random auf 3. Wir haben den nicht mal hier einen Pandora's Bench und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil er einfach so viel tankt. Eieiei. Fast 11k, 5,6k Shielding. Deswegen, genau aus diesem Grund, könnte das jetzt ein Game Changer sein. Oh mein Gott. Ja, das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, für das Video. Das war auf jeden Fall ein Epic Fail. Kurz davor, Lux 3 zu hitten.